Es ist Januar 2023, sprich Anfang eines neuen Jahres. Das heißt, es ist Zeit, euch meine geplanten Zoobesuche für dieses Jahr vorzustellen. Und ich kann schon mal versprechen, dieses Jahr geht es auf jeden Fall endlich raus aus Deutschland. Dazu aber gleich mehr. Bevor ich mit meinem Plan für 2023 beginne, muss ich erstmal sagen, dass keiner dieser Zoobesuche zu 100% feststeht, da immer was dazwischen kommen kann. Und es kann zudem auch sein, dass, wie auch schon letztes Jahr, mit Bochum, Berlin, Aachen und Neuwied spontane, ungeplante Besuche dazukommen. Fangen wir erstmal mit den Zoos an, zu denen schon ein Zoorundgang erschienen ist und dann im Laufe des Jahres ein neuer Zoorundgang-Update erscheinen wird. Der Zoo Wuppertal, den ich bereits letztes Wochenende wieder besucht habe, dieses Jahr werden die Anlagen für Tarkine, Seelöwen und kleine Pandas fertiggestellt. Der Zoo Dortmund, dieses Jahr sollen die Anlagen für Spornschildkröten, Mähnwölfe, Luchse und Tapire fertiggestellt werden. Zudem bin ich mal gespannt, wie die Anlagen für Servale neu besetzt werden. Der Wingster Waldzoo, seit meinem letzten Besuch wurden die Bratzer Meerkatzen und Löwen abgegeben, zudem sind Leoparden und Streifenskunks eingezogen, das Tropenhaus wurde saniert und es wurde mit dem Bau der Lemurenanlage begonnen. Zudem werden die Aufnahmen nochmal etwas sommerlicher als letzten Winter aussehen, da ich vorhabe, im April nach Wings zu kommen. Der Naturzoo Rheine, die Tierhäuser sind mittlerweile wieder für Besucher geöffnet und es gibt Tigernachwuchs. Der Wetter zu Münster, ich denke, es reicht der Grund, dass dieses Jahr die Merantihalle eröffnet werden soll. Zudem den Kölner Zoo, auch diesen habe ich schon besucht, vor 2 Wochen. Dieses Jahr soll dann die Nashornanlage fertiggestellt werden und mit dem Bau der Giraffenanlage begonnen werden. Dann haben wir noch den Zoo Berlin. Diesen werde ich im September höchstwahrscheinlich besuchen und ich hoffe, dass bis dahin dann die Anlagen für Wölfe, Wasserbüffel, Nashörner und Braunbären fertiggestellt und bezogen sind. Auch für diese Zoos gilt natürlich, dass nichts zu 100% feststeht. Kommen wir dann zu den Zoos, zu denen noch kein Zoorundgang erschienen ist. Los geht es in NRW. Fangen wir an mit dem Zoo Duisburg, den ich schon letztes Jahr geplant hatte und zuletzt 2019 besucht habe. Besuchen werde ich ihn voraussichtlich im Frühjahr. Zu sehen gibt es hier unter anderem Elefanten, Gorillas, Tiger, Giraffen, Orang-Utans und Löwen. Die wahren Highlights sind allerdings natürlich die Seekühe, Koalas und Delfine. Im Zoo Duisburg herrscht ein großer Australien-Fokus, denn neben den Koalas leben hier auch Wombats, Kurzschnabeligel, verschiedenste Känguruarten und Beutelteufel. Zudem steht seit meinem letzten Besuch die neue Outback-Voliere und derzeit befinden sich neue Anlagen für afrikanische Huftiere, Binturongs und Seelöwen im Bau. Zudem habe ich in NRW noch 2 kleinere Zoos geplant, zum einen der Tiergarten Kleve, der seit der Veröffentlichung seines Masterplans in der Modernisierung steht. Hier entstehen derzeit Anlagen für kleine Pandas, Zweifarbentamarine, Präriehunde und Baumstachler. Auch jetzt findet man hier schon mit zahlreichen Zuchttierrassen, Straußen, Hirschen, Zwergottern, Erdmännchen und aktuell auch noch Seehunden einige spannende Tierarten. Zudem wird neben dem Zoorundgang natürlich eine Folge Zoozukunft zu dem sehr ausführlichen Masterplan erscheinen. Außerdem steht der Tiergarten Mönchengladbach bei mir auf der Liste. Ein eher unbekannter kleiner Park, vom Tierbestand kann man ihn mit Kleve vergleichen. Hier leben unter anderem Otter, Waschbären, Seehunde, Wisente und Ozelots. Eine wirkliche Ahnung vom Aufbau und Aussehen des Tiergartens habe ich nicht wirklich. Dementsprechend wird es ganz interessant, auch mal einen Zoo ohne wirkliche Vorahnung zu besuchen. Das war's mit NRW, aber ich habe auch vor, im Südwesten einige Zoos zu besuchen, was ja letztes Jahr nur mit Stuttgart der Fall war. Fangen wir mal an mit dem Tierpark Sababurg, den ich erst durch das Video von Suhopper kennengelernt habe, mir super gefallen hat und da die Verbindung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von mir aus relativ gut zu erreichen ist, habe ich mich dazu entschieden, ihn auch auf meine Liste zu setzen. Dabei erinnert der Park mit seiner Gestaltung und Arten wie Elchen, Hirschen, Luchsen und Wildschwein eher an einen Wildpark. Es gibt aber auch einen kleinen Bereich mit eher wildparkuntypischen Tieren wie Katas, Erdmännchen und Pinguinen. Dabei wäre der Tierpark der erste Zoo aus Hessen in Zoorundgang und ein weiterer Zoo, den ich noch nie zuvor besucht habe. Gleiches gilt für den nächsten Zoo, der Zoo Frankfurt, ein etwas in die Jahre gekommener Stadtzoo, der sich derzeit auch in der Modernisierung befindet und dabei schon moderne Anlagen für unter anderem Brillenbären und Menschenaffen eröffnet hat. Zudem wird derzeit die Löwenanlage renoviert. Außerdem zeigt Frankfurt noch Tiger, Giraffen, Nashörner, Okapis, Flusspferde, Komodowarane und mit dem J-Mac-Haus ein sehr interessantes Tierhaus. Im Übrigen noch ein Zoo, den ich noch nie besucht habe. Bevor wir zu den Zoos außerhalb Deutschlands kommen, gibt es noch einen Zoo in Bayern und zwar den Tierpark Hellerbrunn, wobei bei diesem der Besuch wirklich am wenigsten feststeht. Ich habe ihn 2020 ja schon besucht und euch auch in Zoorundgang vorgestellt. Im Tierpark Hellerbrunn hat sich seitdem einiges getan und bei meinem letzten Besuch war ich auch noch mit der alten Kamera unterwegs. Neu sind zum Beispiel die Löwenanlage, die Wolfsanlage und die Pinseler Schweinanlage. Zudem wird derzeit die Dschungelwelt umgebaut und die Tierhäuser sind wieder geöffnet.
Außerdem kann ich nach meinem Besuch dann auch endlich den ebenfalls sehr ausführlichen Masterplan in Zoo-Zukunft vorstellen. Kommen wir dann zu den Zoos außerhalb von Deutschland. Los geht es dabei in Österreich, und zwar mit dem wohl bekanntesten Zoo in Österreich, der Tiergarten Schönbrunn in der Hauptstadt Wien. Dieser ist der älteste noch bestehende Zoo der Welt, steht haltungstechnisch allerdings schon seit Jahren auch für die Moderne. Hier findet man unter anderem Flusspferde, Eisbären, Orang-Utans, Giraffen, Leoparden, Nashörner, Tiger, Elefanten, Löwen, Koalas und Pandas. Also ein weiterer Zoo mit Pandas neben Berlin. Zudem gibt es momentan Nachwuchs bei den Koalas, Giraffen und Orang-Utans. Zudem wird derzeit die Brillenbärenanlage renoviert. In Wien gibt es noch einen weiteren kleineren Zoo oder eher Aquarium. Das Haus des Meeres ist mit seiner Fläche von 5000 Quadratmetern ein wirklich sehr kleiner Zoo. Der Zoo ist in die Höhe gebaut. Es ist nämlich wie gesagt ein Haus, das Haus des Meeres. Es ist 10 Etagen hoch. Hier findet man, typisch für Aquarium, neben zahlreichen Fischen auch einige Amphibien, Insekten und Reptilien wie Krokodile, Schildkröten und Komodowarane, Vögel wie Tokos und Sittiche sowie Säugetiere wie Kaninchen, Kängurus und Lemuren. Neben Österreich habe ich auch vor, Zoos in den Niederlanden zu besuchen. Nachdem ich in den letzten beiden Jahren vorhatte, die Wildlands in Emmen zu besuchen und das nicht geschafft habe, habe ich mich dazu entschieden, ihn dieses Jahr nicht auf die Liste zu setzen. Die Möglichkeit, dass ich ihn trotzdem besuche, besteht nichtsdestotrotz, jedoch ist diese sehr gering. Dafür habe ich allerdings zwei andere Zoos geplant. Der Burgers Zoo in Arnheim ist seit Jahren mit wunderschönen Anlagen und herausragenden Haltungsbedingungen einer der besten Zoos Europas. Der Zoo ist Geo-Zoo mit folgenden Themenbereichen: Park mit Elefanten, Schimpansen und Gorillas, Serengeti mit Löwen, Giraffen und Nashörnern, Rimba mit Gibbons, Malaienbären und Tigern, sowie die Tierhäuser Burgers Busch mit Erdferkeln, Ottern und Kapibaras, Burgers Desert mit Luchsen, Pekaris und Präriehunden und Burgers Mangrove mit verschiedensten Vögeln, Schmetterlingen und Seekühen. Ein weiterer Zoo, den ich geplant habe, steht durch Haltung und Gestaltung auf einem ähnlichen, wenn nicht sogar höheren Level als Arnheim. Dieser wurde erst 2005 eröffnet und befindet sich ebenfalls an der deutsch-holländischen Grenze. Der Geierzoo in Kerkrade ist auch ein Geo-Zoo mit folgenden Bereichen: Limburg mit Haus- und Nutzterrassen, Tiger mit kleinen Pandas, Luchsen, Trampeltieren und Wölfen, die Savanne mit Giraffen, Löwen, Nashörnern und Wildhunden sowie der Regenwald mit Zwergflusspferden, Gorillas, Ameisenbären und Tapiren. Das war es mit meinen geplanten Zoobesuchen für 2023. Wie gesagt, es können spontan noch weitere Zoos dazukommen. Kandidaten dafür wären zum Beispiel Nordhorn, Gelsenkirchen oder Krefeld. Und keiner dieser Zoos steht zu 100% fest. Die Zoorundgänge zu den angesprochenen Zoos folgen dann im Laufe des Jahres. Denn um die Folgen zu produzieren, muss ich die Zoos zum einen erstmal besuchen. Und die Zoorundgänge, die aus 2021 noch ausstehen, müssen erscheinen. Dabei geht es als nächstes mit der längsten Folge Zoorundgang überhaupt aus dem Kölner Zoo weiter. Darauf folgen, um euch einen kurzen Überblick darüber zu verschaffen, was euch noch erwartet, die Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen, der Zoo Neuwied, die Wilhelma in Stuttgart, der Zoo Berlin, der Tierpark Berlin, der Zoo Osnabrück und der Tierpark Euregio Zoo Aachen. Falls ihr das alles also nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, gerne auch auf Instagram vorbeischauen. Da seht ihr immer Live-Eindrücke in meiner Story zu den Zoobesuchen. Wir hören uns dann demnächst mit dem Zoorundgang aus dem Kölner Zoo wieder. Bis dann, ciao.